Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in Italien nochmal angekommen, beziehungsweise ich habe nochmal die Mission neu gestartet. Und wir haben jetzt diese ganzen Städte hier zur Verfügung. Das heißt, Ressourcen kommen eigentlich gut rein. Hier sind noch zwei, die fehlen. Gut, dass ich hier nochmal drüber fahre. Und genau, waren wir letztes Mal hier, haben uns hier diese Stadt genommen, haben diese griechischen Schiffe verteidigt. Nee, der hat eine höhere Reichweite als wir? Wolltest du mich eigentlich komplett verkackeiern? Ja gut, dann bau mal einen Dock bitte. Dann baue ich hier nämlich ganz schnell eine Kontereinheit für dieses Kriegsschiff. Da ist wieder... Okay. Der hat meinen Bürger gemetzelt. Was soll das denn? Ja gut, dann stelle ich die mal hier hin. So. Alles klar, Freunde. Das Dock ist fertig. Wunderbar. Dann können wir hier jetzt nämlich... Ich glaube, es war eine Fregatte gegen Kriegsschiff, oder? Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Dann repariere schön gegen. Das ist kein Thema. Die paar Steine, die die da benutzen, das ist nicht schlimm. Ah, Meuchelmörder. der heilt sich aber selber hoch. Deshalb, das passt schon so. Und gut, Freunde. Dann würde ich doch einfach mal sagen... Was so... Immer noch, okay. So, ist das gut gegen ein Kriegsschiff? Nein, ist es nicht. Aber, dann weiß ich ja, dass es die Galeere ist. Jede Menge Schiffe bauen. Ja, brauchen wir einfach, ne? Wenn wir tatsächlich über den Seeweg möchten, dann brauchen wir jede Menge Schiffe. Oh, ich glaube, das ist doch die richtige Einheit. Schaut euch das Kriegsschiff an. Oder ist das die Galeere? Oh, ich glaube, die Galeere, die macht hier ein bisschen mehr... Oh, scheiße. Ein bisschen mehr Schaden. Oder? Ja, die Galeere, die macht ein bisschen mehr Schaden, tatsächlich. Okay, wunderbar, Freunde. Das heißt, wir können uns endlich mal vernünftig vorbereiten. Sehr schön. Gut, da wir jetzt auch alles an Ressourcen haben. Reiterstall, Reiterstall, Reiterstall. Da ist ein Reiterstall. Genau, ich würde sagen, wir sammeln unsere Armeen hier unten. So. Alles Gold ausgegeben. Ja, das muss halt so sein, ne? So, hier, Nahrungsmittel, Eisen, komplett weg damit. Ach, Quatsch, 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 Quatsch. ich brauche noch ein bisschen Eisen für die Belagerungswaffen hier. Ah, toll. Die brauchen leider auch Gold. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, aber da nehmen wir nochmal ein paar hiervon. Ja, einiges an Einheiten. Und genau, Freunde. Ach, die Sonne geht gerade unter draußen. Das sieht schön aus. Das sieht richtig gut aus. Und ja, dann hoffe ich mal, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Du hast gute Dienste geleistet. Und genau, wie wir jetzt hier weitermachen. Wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich hier unterwegs und haben die Mission neu gestartet mal, weil das einfach eine bessere Taktik ist. Und ich würde sagen, diese beiden Transporter kann ich mal schon mal hier hinholen. Währenddessen können die mal die Karte ein bisschen erkunden und einfach mal gucken, ob da irgendwelche Gefahren auf uns lauern. Ich meine, ich bezweifle das zwar, aber ja, schauen wir mal. Alles klar, die repariert den Turm. Brave Frau. Und am besten die nächsten Türme aufbauen. So. Ach Quatsch, der ist ein bisschen weit weg. So. Alles klar, Freunde. Und ja. Wir hatten ja beim letzten Mal vor, hier oben über Land zu gehen. Aber nee, das ist ein schwierigerer Weg. Was zur...
Was ist denn da jetzt los? Hat der auf das Haus geschossen hier? Böses Kriegsschiff. Byzantinisch. Okay. Ja, ramm den ruhig weg, ist okay. Und helf nicht, Galeere. Helf ruhig nicht. Ich glaube, du bist das richtige Schiff gegen ein Kriegsschiff. Genau. Ja. Naja, lass sie weiterbauen. So, KPM, weg damit. Wunderbar, Freunde. Ja, das ist doch, das läuft doch wesentlich entspannter als beim letzten Mal. Muss ich tatsächlich sagen. Und hier kommt eine neue Nahrungslieferung. Das finde ich natürlich mal mega gut. Und dann bin ich mal gespannt, was hier jetzt noch auf uns wartet hier mit Griechenland. So, ich glaube, dann brauchen wir aber ein paar mehr Transporter. Tatsächlich. Weil wir heben gerade eine riesige Armee aus. Und ein paar Belagerungswaffen wären wahrscheinlich auch, wären auch nicht schlecht. Ja, dann kommt mal Katapulte, bitte. 3 Stück am besten. Weil ich glaube, das wird noch eine ziemliche Hammerschlacht, die da auf uns wartet. Von daher. Und wir haben ja sehr viel Bevölkerungslimit. Von daher sollte das ja passen. Theoretisch. An die Ruder! Diese Typen, ey. So, haben wir jetzt hier noch... Verdammt, ich musste da vorne... Ich habe leider diese Frau geopfert. Ich muss sie leider nachbauen. An die Ruder! Richtig geil. Ahoi! Oh Mann. Okay, Freunde. Kranken. Verdammt. Holz wieder. Ich brauche Holz. Noch ein Holz hier. Noch ein Ast. So, wunderbar. Dann bau bitte das Krankenhaus. Pum, pum. Bau bitte das Krankenhaus nach. So, das verstehe ich zwar immer noch nicht, warum die da jetzt immer noch nicht arbeiten können. Aber es ist dann scheinbar so. Keine Ahnung, ja. Jedenfalls werden wir jetzt hier weitermachen und noch mehr Schiffe für Eisen bauen. Eisen und Holz, ja. Oh je. Wir haben wieder kein Holz. Ja. Der zimmert hier schön das, das Krankenhaus. Schaut mal, der hat eine Geschlechtsumwandlung vollzogen. Der war eine Frau und ist jetzt ein Mann. Oh Mann, die moderne Welt ist ja teilweise so, ja, mit Geschlechtsumwandlung und so. Das ist ja alles wirklich mittlerweile. Ja gut, okay. Das heißt, bräuchten ja eigentlich auch noch jede Menge Pilumträger. Aber das Holz ist wieder das Problem. Geh mal Holz hacken. Ja, da kommt unser schweres Kriegsgerät angerollt hier. Wunderbar. So, 5 Transporter reichen die? Ich fürchte nicht, weil, schaut mal, das ist wirklich eine Riesenarmee, die jetzt gerade hier zusammenkommt. Das Katapult. Das selbstfahrende Katapult. So, da kommen sie alle nach und nach hier hergewandert. Ah, jetzt wird es langsam dunkel hier drin tatsächlich. Es geht echt schnell mit dem Sonnenuntergang im Winter. Meine Güte. Ah, es ist heute der 7. November. Und ja, zu der Jahreszeit ist halt... Da. Zu der Jahreszeit ist halt sehr schnell dunkel nachmittags. Ne? Das ist dann ein bisschen blöd, wenn man arbeiten muss und dann am Abend erst nach Hause kommt. Aber... ist halt leider gerade nicht zu ändern. Also, ja. Ist halt so, sag ich mal. Und ja, so langsam ist das schon ein bisschen overpowered, was wir hier bauen. Aber gut. Welche Mörder haben versucht, Cäsar zu ermorden? Ja, okay. Das sollen die mal versuchen. Ich meine, hier steht ein angenehmes, angenehmes Begrüßungskomitee.
Genau. Du gehst mal bitte in die Reichweite des Krankenhauses. Du auch, Standartenträger. Ich meine, der macht ja fast überhaupt keinen Schaden hier. Ah, gut. Okay. Der Rest ist hochgeheilt. Wunderbar. Wir kriegen noch mehr Verstärkungen. Ich denke auch, dass wir tatsächlich mehr Schiffe brauchen. Weil wenn ihr gesehen habt, was da angeschissen kam schon, beim letzten Mal, ne, das ist schon übel gewesen. Gut, dann könnten wir uns theoretisch an die Verbesserung der Einheiten wagen, oder? Nee, ich werde einfach auf mehr Masse setzen. So. Und, genau, hier dann noch die Kaserne. Richtig. So. Masse statt Klasse, sag ich einfach mal. Ist auch mein Motto in Command & Conquer gewesen bei den Alliierten. Übrigen. Aber gut, das heißt, wir können uns ja jetzt mit denen hier schon mal ein bisschen fortbewegen. Tatsächlich. Um mal auch mal ein bisschen Action hier zu haben. Das ist ja echt krass. Jetzt kommst du, der Gegner hat gar keine Schiffe mehr. Dann fresse ich einen Besen, ey. Alle Mann an Deck. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, ich baue noch mal einen Transporter mehr. An die Ruder. Genau. Alle Mann an Deck. So. Und ihr könnt euch mal da aufreihen, ganz genau. Da kommt die nächste Nahrungslieferung. Sehr schön. Alles klar. Hier ist echt nichts an Schiffen, ne? Hier ist echt nichts an Schiffen. Das sieht geil aus, guck mal. Schön in einer Reihe. So muss das laufen. Nur der hier, der ist wieder gegen den Strom hier. So ist schon besser. Aha. So, da sind sie doch hier. Griechen. So, rums. Und weg damit. Sehr schön. Alles klar, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt gleich eigentlich, denke ich mal, unsere krasse Angriffsarmee hier schon zusammen. Oder kommt da jetzt noch mehr raus? Nee, erstmal nicht. Okay. Da kommen noch ein paar Reiter. Was? Was ist das? Ach, ein Stein. Ich dachte schon, liegt eine Leiche rum. Okay. Der bringt sein Holz weg, finde ich gut. Oh. Jetzt haben wir tatsächlich das Phänomen. Die Gruppe ist zu groß. Die Gruppe ist zu groß. Dann machen wir mal bitte Team 3, Team 1 und Team 2 ist dann ja die Verstärkung im Prinzip. Ne? Gut, Freunde, dann ladet euch mal auf hier. Ah, da vorne ist wieder. Okay. Das ist nicht so schlimm. Ach du Scheiße. Was passen da wenig Einheiten rein? Oh mein Gott, Freunde. Wir brauchen noch mehr Transporter. The Transporter. Geiler Film. Okay. Ja. Dann. Und weg. Gut. Das heißt. Alter, diese 6 Transporter reichen nicht. Das ist ja wohl mal echt krass jetzt hier. Okay, das heißt, ihr schützt die Standarte. Genau. So. Und viele Mörder haben versucht, Caesar zu töten. Ja, aber Caesar ist ja schon nicht mehr da. Er ist ja schon auf dem Schiff hier. So. Brauchen wir jetzt für die Katapulte ein extra Schiff? Was macht ihr denn da? So. Wir brauchen echt für die Katapulte noch ein extra Schiff. Ja, na dann. Was ist... Ach, du Heilige. Oi, oi, oi. Jetzt geht's aber los hier. Huiuiui. Okay. Die Kriegsschiffe. Die Kriegsschiffe zuerst weg, bitte. So. Ach, du Heilige. Seeschlacht. Okay. An die Ruder. Ganz genau, Freunde. So. Mach die kaputt. Mach die kaputt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Das ist knapper, als ich gedacht habe hier. What? An die Ruder. Verdammt. Verdammt, die reiben uns auf. Oha. Okay. Dann kommt ihr mal bitte hier hin.
gehört habe. Und wehe, die kommen jetzt hier angeschissen, ne? Das ist auch 7 von 12, ne? Also... Oh Mann, da brauchen wir noch ein paar Schiffe, tatsächlich. Oh Mann, jetzt wird es gerade echt dunkel. Verdammt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das sich noch ein bisschen, dass das noch ein bisschen dauert mit dem Dunkelwerden. Weil da muss ich nämlich jetzt gerade mal gucken. Ah, wo ist denn der Stecker fürs Licht hier? Ich habe nämlich so eine Schreibtischlampe. Und, perfekt. Wunderbar, habe ich gefunden. Und zack, angemacht. Ja, da ist es um 16:45 schon dunkel hier. Das ist krass. Warum habe ich denn... Ach, ich habe wieder Holzprobleme hier, ne? Immer das Holz. Wisst ihr was? Dann, weil ihr vier hier nutzlos seid, geht Holz hacken. Wir brauchen Holz. Wir brauchen mehr Holz. Tatsächlich, ja. Produktion schön aufrechterhalten. Hier ist unsere Angriffsarmee. Schau ich das an. Und genau, dann würde ich sagen, speichern wir das mal. Dann hoffe ich doch, dass wir diese Mission in dieser Folge endlich geschafft kriegen. Oh. Ach, hier, schaut mal, hier ist eine FPS-Anzeige. Ach, wie cool. 60 FPS. Und die Spielzeit sehen wir hier auch. Ach. Nettes Gimmick auf jeden Fall. Aber, naja. Brauchen wir nicht unbedingt. So, danach werde ich ein paar Kriegsschiffe bauen. 250 Holz, alter Falter. Das ist schon ordentlich, ja, was die an Holz brauchen. Die bringen Stein rein. Die können hier nochmal ein paar Türmchen aufbauen. So. Damit die uns dann nicht mehr nerven. Und... Ganz genau, Freunde. Ach, dann haben wir da doch gleich schon die 250. Bam, bam, bam. Ach, ich mag diese Musik. So, was ab. Du Sack. Echt. An die Ruder. Geh ans Ruder hier. Du Sack. Du Kriegsschiff. Galera gegen Kriegsschiff war das, glaube ich. Ja, ja. Ja, lass den mal da. Eine Einheit hier oben zu haben, kann nicht verkehrt sein. So, da kommt die nächste Getreidelieferung. Top, wunderbar. Und ja, wir bauen uns dann nach wie vor hier wieder auf für die nächste Seeschlacht gegen Griechenland. Ganz genau. Und Muschelmörder haben versucht, ja. Wo denn? Wo denn? Er ist ja schon auf dem Wehr. Gut, Freunde. Das heißt, im Prinzip, wenn wir jetzt hier das zweite Kriegsschiff haben, werden wir nochmal hier runterfahren. So. Und die Marine da mal platt machen. Hoffentlich. Hoffentlich platt machen. Und genau, und ja, im Prinzip, diese Mission hätte so viel schneller gehen können, wenn ich einfach mal die Beschreibung jetzt mal gelesen hätte. Ach ja, Freunde, das ist auch immer so eine Sache. Ich meine, die Sachen, die stehen auch sehr unauffällig, muss ich sagen. Aber ihr habt schon recht. Ich meine, Missionsbeschreibungen sollte man in Strategiespielen immer lesen. Immer gründlich lesen, vor allem. Ja, das ist so ein Ding, da ist die Aufmerksamkeitsspanne bei mir immer so ein bisschen zu kurz, deswegen sorry dafür, dass diese Mission erst länger geht als gedacht, aber nicht schlimm, Freunde, deswegen nehmen wir jetzt auch den Seeweg, weil der ist doch deutlich angenehmer als der Landweg, denke ich. Genau. Wartet erstmal auf das schwere Geschütz hier. Die hören sich auch an wie Piraten. Das heißt, das, was wir unten kaputt gemacht haben, waren gar keine Piraten. Wir haben die Piraten. Oh Mann. Na gut, okay. Hier sind die gleich. Sammelt euch mal. So, dann
Setzt die Segel und macht die Armee hier unten platt. Die Marine. Hä? Wo sind sie denn? Da waren doch noch Schiffe übrig beim letzten Mal. Hä? Eben. Oder habe ich die alle... Haben wir die alle... Nee, die haben wir gar nicht alle platt gemacht. Wo sind denn die jetzt? Ja gut. Dann... Kommt ihr mal schon mal hier runter, bitte. So, bewegt euch mal. Tut mal was für euer Geld, was ich euch nicht bezahle. Da sind sie. So, da sind sie. Kriegsschiffe. Ach, Kriegsschiffe sind das Beste, Freunde. Kriegsschiffe sind einfach das Beste. Und Kabäum. So. Direkt auf diese Fregatte hier. Weil die ist nämlich stark gegen Kriegsschiffe tatsächlich. So. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Action in dieser Folge drin. Nein, nicht mein Kriegsschiff. Um Gottes Willen. Puh. Okay, geschafft. Was? Was? Nein! Nein, nein! Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Meine Einheiten. Oh, was für ein linkes Stück etwas, ey. Boah. Was für eine linke Tour hier von dem Gegner. Die sind immer noch hinter mir unterwegs, ne? Oder? Was? So, da ist er immer noch. Jetzt hört doch mal auf. Jetzt hört doch mal auf. Hört doch mal auf. Verdammt. Hilfe. Hilfe. Boah. Ist das mies. Gemeinheit. Gemeinheit hier, ey. So, aber das heißt, wir können wieder... Wichelmörder, ja gut. Das heißt, wir können uns wieder hier unten... Hier können wir landen, oder? Können wir hier landen? Ne, da ist die Schlacht, aber... Können wir hier irgendwo landen? Was für eine miese Aktion gerade. Habt ihr das gesehen, ey? Da rockt er echt auf meine Transportschiffe. Wie dreist. Die Ruder. Hier können wir nirgendwo landen. Oder hier oben vielleicht? Alle Segel setzen. Geile, geile Stimme. Alle Segel setzen. Setz die Segel. Naja, theoretisch, wenn das landeskonform ist, dann müssten wir hier oben irgendwo landen können. Ja, hier sind auch nur Berge. Alles Gebirge hier. Die Frage ist jetzt, dass ich echt, können wir hier dann landen, oder was? Ich glaube schon, oder? Das brennende Kriegsschiff hier. Ihr seid so mutig. Und der Vogel im Hintergrund. Alle Segel setzen. Dann setzen wir alle Segel hier. So, Freunde. Dann gehen wir das mal an. Oh Gott, die Folge ist schon fast wieder voll. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, also die Schlacht, die mache ich jetzt noch. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Alle Segel setzen. So. Ja, seht ihr das? Hier können wir landen. Das ist doch sehr gut. Da. Das ist schon krass, ja. So, hier können wir landen, Freunde. Sehr schön. Ein schön... Oha! Ein Turm hier. Okay. Ja, da macht den Turm im Arsch. Da macht diesen Turm im Arsch. Ihr fahrt doch... Was? Nein! Was zur... Oh Gott. Macht das Kriegsschiff platt. Los, Freunde. Macht das Kriegsschiff platt hier. Oh Gott. Puh. Ihr könnt euch hier in... Alter, was ist das denn? Ah, das ist ein Katapult. Dieser Transporter kann hier nicht abladen. Na toll, danke für nichts. So, okay. Hallo? Könnt ihr euch mal abladen?
Oh Gott, dann geh bloß da raus, ey. Puh, okay, unsere Truppen bereit treten jetzt... Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gelesen, habe ich jetzt nicht lesen können. Eine Weizenladung wurde von der griechischen Patrouille versenkt. Okay. Das heißt aber, wir sind komplett gelandet hier. Sehr schön, Freunde. Das heißt... Oh, Team 2 habe ich jetzt aus Versehen killed, gerade eben. Na komm, Katapulte. Los. So, Katapulte. Was ist das denn hier? Okay. Katapulte. Wunderbar hier. So, und ihr seid bitte Team 2 dann? Verdammt. Team 1 ist auch weg. Ja, okay. Die Katapulte, die machen hier den... Die machen schon den Job hier. Raus da, raus da. Lass die Katapulte das machen. So. Lass die Katapulte den Job machen hier. So. Alter Falter. Oh, wo ist denn jetzt hier? Wartet mal. Die Transporter bitte zurück. Hier, genau, das hier. So. Da sind sie. So. Die griechischen Schiffe. Versenkt mal die Landratten hier. Genau. Bams. Und weg mit den griechischen Schiffen hier. Das ist auch ein Griechenschiff. Ahoi. So. Ja. So, dann erobern sie griechische Städte, indem sie ihre Festungen zerstören. Okay, Freunde, da das hier echt noch ein bisschen dauert, würde ich sagen... Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Oh, wartet mal. Nee, okay, stopp. Okay, stopp. Lustig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wartet mal. Ich habe jetzt zwar schon abmoderiert, aber gucken wir doch erstmal. Gucken wir doch erstmal. So. Das ist tatsächlich einiges, was die hier stehen haben. Wo ist Cäsar? Wo ist Cäsar? Da ist er, Titus Labienus. Da, alle drauf da. Los, drauf hier. Da ist er, Titus Labienus. Und drauf da. Der will auf die meine Katapulte. Und kaputt machen. Er ist tot. Ja, Titus Labienus ist tot, aber... Wartet mal. Hier kommt tatsächlich noch eine Riesenschlacht gerade auf einmal an. So, Freunde. Ach du Heilige. Griechen. Oh Gott, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Wartet mal, das ist mir gerade ein bisschen zu viel hier. Rückzug. Gut, Freunde, würde ich aber jetzt sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.